Nach dem späten 1:0-Sieg beim Berliner AK trifft Miroslav Jagatic mit Chemie Leipzig auf Viktoria Berlin. Der Siegtorschütze vom Sonntag, Maximilian Jagatic, nimmt zunächst auf der Bank Platz. Semih Keskin will nach 3 sieglosen Spielen endlich wieder gewinnen. Vor knapp 1000 Zuschauern im Stadion Lichterfelde. Zu Hause blieben die Sky Blues in allen 9 Spielen ungeschlagen. Falcao mit dem Auge für Laurenz Dehl. Kehrte im Winter zurück von Union Berlin, ausgeliehen vom Partnerclub Austria Klagenfurt. Chemie mit nur einer Niederlage aus den letzten 7 Spielen, tut sich schwer, ein Spiel zu finden. Günay mit dem Ballgewinn und dann Yildirim. Zweiter Startelf-Einsatz in Folge für Yildirim, feiert einen Tag nach diesem Spiel seinen 19. Geburtstag. Die Leutscher sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und setzen Nadelstiche. Hilsner kann den Ball von Mast nicht verwerten. Semih Keskin sieht stärker werdende Leutscher. Viktoria mit nur einem Sieg aus 5 Spielen. Abwehrchef Badjat zurück nach Rotsperre. 28 Minuten gespielt. Laurenz Dehl, Aktivposten im Angriff. Und dann Diren Mehmet Günay. Vertritt Inala als Kapitän. Beste Chance im Spiel. Bellot stört noch entscheidend. Und dann ist Philipp Haran zur Stelle für die BSG. Nur 45 Sekunden später, Viktoria wird immer zwingender, Chemie agiert passiv. Skakun gegen Harand und dann Metehan. Yildirim. Das Eigengewächs der Berliner lässt Kastul aussteigen, scheitert nur knapp an der 1:0-Führung. Die Ausfälle von Mauer und Wendt sind dem Spiel der BSG anzumerken. Letzte Aktion vor der Pause. Brückmanns Hereingabe findet Yannick Meder. Das war sie, die Riesenchance für die Leutscher. Meder kriegt keinen Druck hinter seinen Kopfball. Brückmanns Hereingabe perfekt getimt. Keine Zuordnung bei Viktoria. Meder vergibt aus 6 Metern. Solche Hochkaräter lässt Viktoria nicht oft zu. 3 Gegentore in 9 Heimspielen erst. Die Chemiefans sorgen für eine würdige Kulisse an diesem Mittwochabend. Viktoria stört früh im zweiten Durchgang und erzwingt Fehler. Skakun antizipiert vor Bayern Bellot, Skakun. 50 Sekunden gespielt in Halbzeit 2. Skakun mit seinem ersten Saisontor in Eilenburg. Er setzt den gelb gesperrten Hebisch. Der Ukrainer antizipiert den Rückpass von Zurek. Umkurvt Bellot, scheitert am Außennetz. Die Sky Blues erhöhen den Druck auf die BSG-Defensive. Die Lizenz für die dritte Liga hat Viktoria beantragt. Heimspiele fänden im Mommsen-Stadion statt. 57. Minute, Lukas Falcao. Saisontor Nummer 12 für Falcao, 1:0, Viktoria. So wichtig der Brasilianer für das Spiel der Berliner. Kam im Sommer aus Schweden, 3 Spiele, blieb Falcao ohne Treffer. Lässt Harand aussteigen und zieht ab aus 11 Metern. Die gesamte Leipziger Defensive sieht in dieser Szene nicht gut aus. Jepel und Kastul können Falcaos Schuss nicht blocken und erschweren die Sicht für Bellot. Die Leutscher werden aktiver. 65. Minute, Liu klärt und dann Lukas Zurek. Erstes Ausrufezeichen der BSG. Viktoria spielt weiter nach vorne. Ziel des Vereins ist es, sich langfristig im Profifußball zu etablieren. Der eingewechselte Damelang, Yildirim und Falcao. Traf bereits per Kopf bei Energie Cottbus. Hier scheitert er aus 4 Metern. Was können die Gäste noch entgegensetzen? Viktorias Abwehrbollwerk ist schwer zu knacken. Kassieren nur jedes dritte Heimspiel ein Gegentor. Brückmann und wieder Zurek. Auffälligster Offensivakteur der Leipziger. Zurek wartet weiter auf seinen 2. Saisontreffer. Schlussphase. Chemie bemüht um den Ausgleich. Viktoria mit den besseren Chancen. Dehl, Überzahl auf der linken Seite. Falcao und Bellot. Falcao verpasst die Entscheidung. Bellot hält die BSG im Spiel. Die Gäste tun sich offensiv schwer in dieser Saison. Treffen weniger als einmal pro Spiel. Viktorias Angriff über Berg mit dem Auge für Dehl. Es bleibt beim 1:0. Viktoria gewinnt zum 8. Mal zu 0 in dieser Saison. Und Chemie muss sich nach 4 Spielen erstmals wieder geschlagen geben.
Wir waren zur ersten Halbzeit zu passiv. Wir haben nur geschaut. Viktoria hat die ganze Zeit die Chipbälle bei uns auf die letzte Reihe gespielt, haben den Körper reingehauen, waren sehr gallig. Ja, und die haben einfach diesen Körperkontakt gesucht. Und ja, da muss eigentlich mehr von uns kommen. Wir müssen proaktiv sein, wir müssen viel mehr mutiger nach vorne dann agieren, was wir sonst auch immer machen. Aber jetzt waren wir zu passiv und ja, dann geht es nicht darum, sich die Kraft für die englische Woche einzuteilen, sondern einfach hier alles auf den Rasen zu bringen. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind mit einer blutjungen Mannschaft heute aufgelaufen. Und ich glaube, für die Jungs nach drei Spielen, wo man dann halt entweder nur unentschieden oder mal eine Niederlage in Eilenburg, was auch ein Rückschlag ist, was dann natürlich auch wehtut. Und dann kommt man natürlich in eine Trainingswoche, wo schon in den Köpfen drin ist, dass man wieder gewinnen will, dass man wieder dieses Gefühl von drei Punkten haben will. Und umso wichtiger war das heute, dass es dann so ein bisschen dramatisch wird und kritisch wird. Gut, gehört auch dazu, aber die Jungs haben es überstanden und deswegen sind wir jetzt erstmal voller Freude, dass wir hier mit drei Punkten erstmal vom Platz gehen können. Und Sie haben fristgerecht die Lizenz eingereicht für die dritte Liga. Ist Ihr Ziel, nächstes Jahr im Mommsen-Stadion zu spielen? Ja, wer weiß, also ich glaube, es ist noch relativ lange hin, muss man halt auch dazu sagen. Für uns ist es erstmal eine Bestätigung unserer Arbeit, da freuen wir uns auch drauf und da bedanken wir uns beim Geschäftsführer und auch bei unserem Sportdirektor. Beide arbeiten da genauso hart wie wir und ich glaube, das macht uns auch stolz, dass man so einen Antrag nochmal einreicht. Das bestätigt uns auch und dass man da das Gefühl hat, den Rückhalt zu haben und auch mal ein bisschen träumen zu dürfen in dieser etwas härteren Regionalliga. Wir freuen uns und wer weiß, was da rauskommt am Ende der Saison. Falcao entscheidet wieder mal ein Spiel für die Viktoria und die festigt Tabellenplatz 4. Chemie fährt ohne Punkte zurück nach Leipzig-Leutsch, kann am Sonntag aber wieder punkten beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau.